Ja, liebe Kommilitoninnen und Kommilitonen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich freue mich, Sie begrüßen zu können zur letzten Veranstaltung im Rahmen der gemeinsamen Ringvorlesung zur österreichischen Zeitgeschichte, die von den Universitäten Wien, Innsbruck und Linz gemeinsam veranstaltet wird. Wir sind fast am Ende unseres Semesters und in der kommenden Woche gibt es ja dann, ich glaube, vor allen Dingen für die Kommilitoninnen in Wien den ersten Klausurtermin. Wir schließen also heute unseren Rundgang durch die österreichische Zeitgeschichte ab. Und ich freue mich sehr, dass wir das heute mit Blick auf zwei wichtige Institutionen tun können, die für die zeitgeschichtliche Forschung in Österreich von großer Bedeutung sind und nicht nur für die Forschung, sondern natürlich auch für die Vermittlung von historischem Wissen. Ich spreche zum einen vom Haus der Geschichte Österreichs in Wien und zum anderen von einem der wichtigsten Landesarchive, das wir in Österreich haben, nämlich dem Niederösterreichischen Landesarchiv. Aus beiden Institutionen haben wir heute Gäste, die uns in einem ersten Schritt etwas sagen werden über diese Institution und die dann in der zweiten Hälfte der Veranstaltung auch etwas sagen werden über Berufsperspektiven. Das ist ja, glaube ich, etwas, was viele von Ihnen auch interessiert. Wenn man Geschichte studiert, gibt es natürlich verschiedene Möglichkeiten, die man hat anschließend. Aber das Arbeitsfeld Museum einerseits und Archiv andererseits ist natürlich sehr wichtig, weil es klassische Arbeitsbereiche für Historikerinnen und Historiker sind. Und insofern freue ich mich, dass auch aus beiden Institutionen die Bereitschaft vorhanden ist, im zweiten Teil unserer Veranstaltung heute eben diese Thematik der Berufsperspektiven anzusprechen. Und zwar in diesem einfachen Sinne, was kann man eigentlich tun, was muss man tun im Studium, unmittelbar nach dem Studium, um einen guten Start in das Berufsleben als Historiker, als Historikerin zu haben. Ich begrüße Laura Langeder vom Haus der Geschichte Österreichs. Sie ist dort Junior-Kuratorin, Junior-Sammlungskuratorin. Und nimmt heute in Stellvertretung von Monika Sommer hier die Präsentation vor. Frau Langeder hat ein Masterstudium in Cultural Heritage Studies am University College in London absolviert, mit Schwerpunkt auf den materiellen Relikten aus Kriegs- und Krisenzeiten. Es gibt am University College in London ein Institute of Archaeology, aber Archäologie hat, und das lernen wir jetzt spätestens mit Frau Langeder, nicht notwendigerweise etwas zu tun mit römischen Glasscherben und antiken Münzen, sondern es gibt natürlich auch eine Archäologie der Geschichte des 20. Jahrhunderts. Und in diesem Zusammenhang hat Frau Langeder auch gerade erst kürzlich eine wichtige Ausstellung am Haus der Geschichte kuratiert. Sie hieß Hitler entsorgen, vom Keller ins Museum. Und ich glaube, Frau Langeder wird uns auch darüber dann ein bisschen was erzählen. Insofern berichte ich darüber jetzt nicht. Ich würde an dieser Stelle auch Stefan Eminger vom Niederösterreichischen Landesarchiv begrüßen wollen. Der ist uns aber aufgrund eines technischen Problems noch nicht zugeschaltet. Es wird aber daran gearbeitet. Und ich hoffe, dass Herr Eminger vielleicht in einer halben Stunde bei uns ist und dann werde ich ihn vorstellen. Zunächst also die Bitte an Frau Langeder, hier uns etwas über das Haus der Geschichte Österreichs zu erzählen. Und ich glaube, sie hat auch einen kleinen Film mitgebracht. Ich übergebe das Wort an Sie. Ja, hallo. Vielen Dank für die Vorstellung. Sehr, dass ich heute hier das HDGÖ, das Haus der Geschichte Österreich, vorstellen darf. In Vertretung, wie schon erwähnt, ich habe leider keine Präsentation vorbereitet, aber eben einen kurzen Film, den wir uns dann gemeinsam anschauen können. Aber einleitend vielleicht kurz zum Haus der Geschichte Österreich.
Wir sind ein Bundesmuseum, relativ jung. Wir wurden 2017 gegründet, 2018 eröffnet. Demnach sind wir in einer sehr aktiven Phase des Aufbaus des Museums, was auch vor allem die Sammlung betrifft. Und das war ja schon eine super Einleitung von wegen Archäologie und Archäologie der Moderne. Ich habe in Wien auch Geschichtswissenschaften studiert und im angelsächsischen Raum wird es ja sehr streng geteilt. Die Geschichtswissenschaften, die sich mit schriftlichen Quellen befasst und die Archäologie, die sich mit dienlichen Quellen befasst. Was wir so verstehen als Ausgrabung, ist ja quasi eine Methode der Archäologie, aber genauso ist die Museologie eine Methode der Archäologie. Ja, von dem her ist es auch schön, dass ich heute über Museen sprechen kann, die sich ja in erster Linie mit dienlichen Quellen befasst. Aber bevor ich mehr über das HBGÖ erzähle und wie wir arbeiten und wer bei uns so arbeitet und wie dieses Berufsfeld so aussieht, schlage ich vor, wir schauen uns das Video an. Dann bekommen wir auch einen guten Eindruck davon, wie das Haus aussieht und ja, was bei uns so passiert. Welcome to the House of Austrian History. This rather young museum is located here in the historical center of Vienna. I am part of the museum's educational team, a department that plays a central role in this museum. I will now take you on a tour to show you what drives us and our work. Austria hasn't had a contemporary history museum until now. It was finally opened in 2018 in a very significant location, a location that embodies one of our central aims, to talk about conflicted histories. In the collective memory, the building and the square in front of it, Heldenplatz, are connected to the 1938 Nazi takeover of power in Austria. Adolf Hitler spoke to a huge cheering crowd from the balcony of this building, as captured in these propaganda images. After the Second World War, Austria claimed to have been the first victim of the Nazi regime. However, the images of the enthusiastic crowd have always proven this narrative wrong. The balcony became a taboo and only later a symbol of Austria's share of responsibility in the Nazi crimes. Locating the House of Austrian History in this specific place means countering this taboo, which is still influential today. Here on this level, we thus show temporary exhibitions that are dedicated to the victims of National Socialism, to the Holocaust and its consequences. And now, let's go to the main exhibition. Here we are in the heart of the museum. When you enter, a member of our educational team will welcome you. As trained historians, we are here exclusively for questions and discussions with our visitors. You will also find a lounge area to rest and our workshop space. The founding of a democratic republic at the end of World War I is the starting point of our main exhibition. Here, in the first room, we ask what this moment in history means today. The motive of democracy under construction is taken up by the exhibition design that contrasts the imperial marble-made interior of this room. When we enter the next room, the design looks completely different. We are in a kind of history lab. History is constructed. What we tell about the past depends on our position in the present. So what are the stories that we tell? What are the perspectives that we show? How do we deal with objects and images? These were some of the guiding questions when we set up this institution. In the exhibition, we show well-known events next to completely unknown events. We don't tell history along one strand or plot, but with all its contradictions. We focus on processes and events rather than on a canon of usually white male personalities. We make voices heard that have long been unheard. A diverse and heterogeneous society should find itself represented in here. We never use images without reflecting on their origin or agency. And we bring in voices of today, as one of the main targets of our growing collection is to document what is happening right now. We exhibit contemporary protest culture as an element of the history of democracy. As a visitor, you can influence what is on display in the museum on different levels. You can interact and decide what should be seen.
Or you can contribute your own images that enter the exhibition and can also be found online. Or you can have a say on central questions of democratic society. An essential part of our work lies in the personal exchange with visitors. We offer a broad range of thematic workshops and guided tours for all ages. Together we ask, what does the past mean for the present? Not everyone wants to or is able to come to this museum. We often link material to virtual exhibitions and offer extensive online resources. In one of our ongoing digital exhibitions, for example, we invite users to contribute ideas about what should happen on or with the balcony of this building. It is our aim to build and to be there for an interested community that wants to critically engage with Austrian history. History is in the making. Everyone's invited to contribute, and so are you. Hört man mich wieder? Ja. Ja, genau, das war jetzt ein kurzer Einblick in das HDGÖ und was wir hier so arbeiten. Das HDGÖ beschäftigt sich generell mit einer Zeitspanne von 1848 bis in die Gegenwart, weil Zeitgeschichte passiert quasi ständig. Einen besonderen Fokus in unserer Arbeit legen wir aber eigentlich auf einen Zeitraum zwischen 1918 und eben bis zur Gegenwart. Also wie das angesprochen worden, wir machen Rapid Response Collective, wir machen Sammlungsaufrufe, wir haben zum Beispiel eine große Sammlung zur Zeit von Corona angelegt, verschiedene wirklich auch das Dokumentieren der Gegenwart, weil es natürlich auch Aufgabe des Museums ist, eine Quelle und eine Ressource für die Forschung zu sein. Und das ist wahrscheinlich auch das Wechselverhältnis zwischen Museum und Universitäten, weil Museen eben genauso wie Archive und andere Erinnerungseinrichtungen wie Bibliotheken bilden eine Ressource für die Forschung und übersetzen durch das Sammeln und übersetzen durch Ausstellungen Forschung auch wieder für ein breites Publikum. So verstehen wir uns auch. Also wir arbeiten viel mit Unis und mit ForscherInnen zusammen, um aktuelle Forschungsergebnisse zugänglich zu machen und zu kommunizieren, was eben der Kern der Public History ist, Dinge verständlich und zugänglich zu machen. Zugänglichkeit ist uns grundsätzlich ein wichtiges Thema, genauso wie Transparenz, Multiperspektivität, und Interaktivität, wir sammeln, wir stellen aus, wir arbeiten in der Vermittlung sehr viel für die Öffentlichkeit, aber auch mit der Öffentlichkeit. Also es ist ein wichtiges Anliegen, nicht nur Inhalte aus unserer Perspektive oder aus unseren Standpunkten zu teilen und zugänglich zu machen, sondern wir suchen auch den Dialog. Also wir wollen auch zum Beispiel durch Veranstaltungsreihen, durch Workshops, durch interaktive Stationen in unseren Ausstellungen immer das Feedback und das Einbringen, also dieses Formen eines Geschichtsnarrativs gemeinsam mit den BesucherInnen und nicht nur aus dieser, was man als Expertinnenperspektiven bezeichnen kann. Das geht wirklich bis zur Sammlung, wo wir eben ganz aktiv darauf reagieren, was wir uns anbieten. Was ist aktuell? Welche Sammlungsgegenstände fehlen zum Beispiel? Also wir sind vor kurzem, wir haben jetzt gestartet vor einem Jahr mittlerweile eine große Sammlungsaktion zu ersten Frauen und PionierInnen in Politik und Wirtschaft, weil sich herausgestellt hat, dass diese materielle Sammlung tatsächlich fehlt. Und wir haben so das zum Ziel gemacht, die aufzubauen. Genau, also dieses Museum als Dienstleister für die Öffentlichkeit und auch natürlich Museum nicht nur als
vermitteltes Institution, sondern auch als Diskussionsforum. Eben, es ist ein Reinhügel von Voices, von Communities. Rede ich schon zu lange, gell? Okay. Da ja quasi der zweite Teil von dieser Vorlesung oder von Vorlesungen auch sehr viel mit Berufsperspektiven zu tun hat, haben wir gedacht, ich stelle vielleicht noch ganz kurz die drei Abteilungen vor, die, aus denen das HDGÜ besteht. Also Teamwork ist wirklich der Kern unserer Museumsarbeit. Wir arbeiten sehr eng im Team, sehr gut. Und die drei Abteilungen, die übrigens alle von GeisteswissenschaftlerInnen aus verschiedenen Disziplinen besetzt sind, sind zum einen die administrative Abteilung, die eben sich sehr viel um diese Hintergrundarbeit, die man womöglich gar nicht, die man als Besucher eben nicht wahrnimmt. Das geht von Gebäudemanagement bis hin zu Kooperationen, Vertragsmanagement, Buchhaltungen, Budgetierung. Dann gibt es die Abteilung der Public History, zu der auch ich als Sammlungskuratorin gehöre. Die beschäftigt sich mit dem Erarbeiten der Inhalte, eben durch das Sammeln, aber auch durch das Ausstellen, Ausstellungskonzept erstellen. Und dann gibt es die Abteilung der Vermittlung, die Arbeit der Public History auch direkt vor Ort an die BesucherInnen kommuniziert. Und das meint natürlich auch, die Public History kommuniziert über Texte und Ausstellungskonzepte mit der Öffentlichkeit. Aber das Team der Vermittlung ist dann wirklich vor Ort und ist in diesen Face-to-Face-Interaktionen. Dann die Personen, an die sich BesucherInnen wenden können. So kurz zu unserer Organisation und zu unserem Aufbau. Und wenn jetzt etwas unklar ist, eine Frage gibt, da wäre später Zeit dafür. Ja, ganz herzlichen Dank, Frau Langeder, für die Präsentation und den Film, den Sie uns mitgebracht haben. Das Haus der Geschichte Österreich steht ja wie andere Museen auch in einem Spannungsverhältnis. Auf der einen Seite die Aufgabe der Vermittlung historischen Wissens in eine weitere Öffentlichkeit, die zugleich aber eingeladen wird, ihre eigenen Perspektiven mitzubringen. Zum anderen natürlich der intensive Dialog mit der historischen Forschung, auf dessen Basis dann natürlich auch über Ausstellungen und Ähnliches nachgedacht wird. Aber auch das ist keine Einbahnstraße, sondern für die Geschichtswissenschaft ist es natürlich elementar wichtig, auch über die Zusammenarbeit mit den Museen ein Gespür dafür zu bekommen, welche Aspekte der Vergangenheit eigentlich Relevanz beanspruchen können für eine breitere historisch-politische Bildung, die durch solche Institutionen gewährleistet werden. So, und jetzt ganz kurz eine Zwischenbegrüßung. Stefan Eminger ist uns zugeschaltet. Hallo Stefan, ich freue mich, dass du dabei bist. Hallo. Hallo. Ich freue mich auch. Ja, wir sind gerade mittendrin. Frau Langeder ist in Vertretung von Monika Sommer bei uns und hat uns gerade berichtet über das Haus der Geschichte Österreichs. Ich bin jetzt eigentlich an dem Punkt, wo ich sage, Frau Langeder, wahrscheinlich wäre es am gescheitesten, wir würden jetzt gleich diesen zweiten Teil anschließen, weil Sie selber im Grunde schon in diese Richtung gegangen sind. Mit dem zweiten Teil, wie angekündigt, geht es ein bisschen um die Frage der Berufsperspektiven. Was kann man tun oder was sollte man im Studium tun, wenn man das Gefühl hat, ein bestimmter Ort, ein Museum beispielsweise, könnte ein interessanter Einsatzbereich sein. Aber bevor ich dazu überleite und Ihnen nochmal das Wort gebe, Frau Langeder, möchte ich unsere Zuhörerinnen und Zuhörer ermuntern, Fragen in die Chatbox zu schreiben. Ich kann das lesen, weil Sie können die Fragen jetzt salopp formuliert in dem System, in dem wir hier drin sind, nicht direkt stellen. Also bitte schreiben Sie Ihre Frage in die Chatbox und ich leite sie dann weiter. Wenn es also bereits auch Fragen gibt, allgemeiner Art, zum Haus der Geschichte Österreichs oder zur Praxis der Museen, dann können Sie das auch jetzt erfragen. Vielleicht machen wir einmal eine halbe Minute Pause und gucken, ob zu diesem ersten Teil schon Fragen im Zuhörerinnenkreis
vorhanden sind, dann würde ich die gleich weiterleiten. Ja, das scheint noch nicht der Fall zu sein. Insofern, Frau Langeder, leite ich gleich weiter an Sie zum zweiten Teil mit der Bitte, uns vielleicht etwas zu sagen über die Art und Weise, wie man sich im Studium gut positionieren kann, wenn man tatsächlich zum Beispiel in einem Museum arbeiten möchte. Ja, gerne. Manchmal kommen die Fragen erst später, wenn man wieder Zeit gehabt hat zu reflektieren. Also man kann ja jederzeit noch eine E-Mail nachschicken, wenn noch was einfällt. Ja, vielleicht ganz kurz dazu, was ich mache im HGÖ. Also meine Hauptaufgabe ist es, die Sammlung zu koordinieren. Das bedeutet, ich bin sowohl konzeptionell tätig im Sinne von, welche Dinge sollten wir sammeln, wie können wir die Sammlung, das Sammlungsmanagement anlegen, dass wir von Datenbank über Vertragswesen alles gut dokumentiert und transparent haben und zugänglich haben. Und ich kuratiere auch Ausstellungen mit, wie zum Beispiel Hitlern Sorgen, dass die Ausstellung, die ja wirklich aus der Sammlungsarbeit entstanden ist, weil uns aufgefallen ist, dass ein sehr großer Teil dieser Sammlungsangebote, Schenkungsangebote, die aus der Öffentlichkeit kommen, Bezug zum Nationalsozialismus haben. Und wir uns gefragt haben, diese Objekte, die schwirren offensichtlich 75 Jahre später noch herum, was sollten wir jetzt tun damit? Also diese Sammlungsarbeit und die Aufstellungsarbeit, die greifen oft ineinander. Und ich habe eben in Wien Geschichtswissenschaften studiert und in London eben am Institut of Archaeology. Und Cultural Heritage Studies klingt ja recht offen. Es ist eine Mischung aus Theorie, Museologie, aber dadurch, dass es am Institut of Archaeology war und ich aus den Geisteswissenschaften gekommen bin, musste ich auch ganz viel so Object Handling, Materialkunde nachholen, um dort studieren zu können. Und diese Multidisziplinarität hat mir sehr viel gebracht. Also ich kann das nur empfehlen, sich nicht zu oder nicht zu früh, denn es lohnt sich, sich viele verschiedene Skills und Fähigkeiten anzueignen, verschiedene Disziplinen reinzuschnuppern, Zusatzausbildungen zu machen und unbedingt, glaube ich, auch in eine praktische Richtung. Also nicht nur in den Geisteswissenschaften bleiben. Ich zum Beispiel vor der Uni, ich komme aus einer Handelsakademie, das heißt, ich tue mir oft leicht betriebswirtschaftliche, budgetäre Dinge nachzuvollziehen. Das kommt mir gerade, wenn es um Projektmanagement geht, sehr zugute. Projektmanagement, etwas anderes, das einem immer hilft im sozialen Bereich, wo man ja angestellt ist oder freiberuflich Projekte durchführt. Das sind alles Dinge, die immer helfen, wenn man einfach möglichst breit aufgestellt ist. Und man kann und muss nicht überall Spezialistin sein, aber es hilft, wenn man alles nachvollziehen und sich selbst durchdenken kann und einspringen, wenn es notwendig ist. Und natürlich ist in der Museologie schon auch wichtig, diese Forschungsarchiv, Hilfswissenschaften zu beherrschen. Also es ist nicht nur ein ausführendes, es ist auch ein forschendes, recherchierendes Berufsfeld. Also auch hier muss man auf jeden Fall sattelfest sein. Und ich glaube, was ganz, ganz wichtig ist, dass man schon sehr früh anfängt, eine theoretische Ausbildung zu verknüpfen mit praktischer Berufserfahrung. Also so gut wie es geht, im Sommer Praktika machen, in verschiedene Institutionen reinschnuppern, sich das Museum anzuschauen, auch das Archiv anzuschauen, in andere Kultureinrichtungen zu gehen, Erfahrungen zu sammeln und
auch, also ich glaube, ganz, ganz entscheidend ist Eigeninitiative. Also es ist, ich kenne niemanden, dem Projekte zugetragen wurden. Es ist immer ein kreatives Ideen haben, ProjektpartnerInnen finden, Konzepte entwickeln und in Eigeninitiative vorwärts zu pushen, die eigenen Projekte umzusetzen. Da wird man nicht eingeladen, das muss man wirklich von selbst betreiben. Und ich glaube, Eigeninitiative ist ganz, ganz wichtig. Ja, und dazu, was ich möchte, so transparent halber auch sagen, dass es sicher auch gut ist, wenn man eine Karriere in den Geisteswissenschaften einschlägt, das auch mit offenen Augen tut. Also es ist keine leichte Branche. Es gibt wenig Festanstellungen, es gibt wenig unbefristete Verträge. Die meisten Kolleginnen, die ich kenne, arbeiten auf Werkvertragsbasis oder selbstständig. Es gehört eben viel Eigeninitiative dazu, viel Engagement, viel in Dinge, Projekte reinarbeiten, die dann vielleicht doch nicht umgesetzt werden und eigentlich dann keinen Outcome haben oder die man dann Jahre später nochmal aufgreift. Und ich glaube, dass das, wenn man sich auf das nicht vorbereitet, auch desillusionierend sein kann. Aber es ist ein wahnsinnig schönes Berufsfeld. Und wenn man weiß, worauf man sich einlässt, also ich bin sehr, sehr glücklich im musealen Sektor. Ja, Frau Langeder, ein beeindruckendes Plädoyer. Und jetzt haben wir auch einige Fragen in der Chatbox an Sie. Ich lese sie einfach vor. Die erste Frage lautet, sie ist schon ein bisschen beantwortet, aber vielleicht können Sie das einfach noch mal knapp zusammenfassen. Welche Studienrichtungen und Spezialisierungen eignen sich aus Ihrer Sicht besonders für die Arbeit in Museen? Also Museen ist ja ein sehr, sehr breiter Begriff. Es gibt die meisten Museen in Wien zumindest, kunsthistorische Museen. Wir sind eigentlich relativ wenig kulturwissenschaftliche, geisteswissenschaftliche Museen, die Landesmuseen eben und wir, das hat die Höhe. Das heißt, es kommt darauf an, wo man hin möchte und welche Richtung man gehen möchte. Wir hier, wenn es so das Team durchdenkt, unter den KollegInnen, wir haben alle Disziplinen. Also zum Beispiel eine Kollegin, die sich sehr viel mit der räumlichen Gestaltung von Ausstellungen beschäftigt, kommt aus den Theaterwissenschaften, die eben auch Erfahrung hat mit Kulissenbau. Wir im Public History Team, die eben die Sammlung betreuen und Ausstellungen konzeptionieren. Wir kommen alle eigentlich aus den Geschichtswissenschaften. Dann eben mit unseren individuellen Kolleginnen mit Gender Studies. Ich habe eben diesen archäologischen Material Studies Hintergrund. Und wir haben auch Restauratoren und Konservatorien, das ist natürlich eine ganz spezielle Ausbildung. Aber wir haben auch viele KunsthistorikerInnen und besonders unsere Vermittlungsabteilung, die eben Führungen geben, Workshops durchführen und wirklich mit den Personen arbeiten. Da haben wir auch PolitikwissenschaftlerInnen, wir haben LiteraturwissenschaftlerInnen, wir haben Leute, die eine Lehre gemacht haben und diesen akademischen Background nachträgen oder gerade noch mittendrin sind. Also in der Vermittlung gibt es da, glaube ich, also ja, ich glaube, man kann aus vielen Disziplinen in die Museen einsteigen. Man muss sich nur überlegen, was man interessiert und was man möchte und welche Disziplinen die Fähigkeiten, nicht nur das Wissen, sondern auch die Skills mitbringen, die man selbst für die eigenen Ziele braucht. Vielen Dank. Jetzt haben wir noch drei Fragen, jeweils auch mit der Bitte um eine kurze Antwort. Wie sieht der Arbeitsalltag einer Kuratorin, eines Kurators aus? Also es gibt eben AusstellungskuratorInnen und SammlungskuratorInnen. Mein Alltag als Sammlungskuratorin sieht so aus, dass ich habe sehr viel Kontakt mit SchenkerInnen. Also die Personen, diese Sammlungsarbeit, das ist nicht nur ein Objekt abgeben, es ist ein Dialog suchen, Protokolle anfertigen, mit den Leuten arbeiten. Ich habe auch sehr viele administrative Tätigkeiten, also Aufgaben, To-Dos.
Ich befülle Datenbanken, ich schreibe Protokolle, ich fertige Verträge aus. Also das, es gibt keine nur inhaltlichen Aufgaben im Museum. Es ist immer eine Mischung aus Inhalt und Verwaltung. Und ja, das ist mir am meisten Spaß macht, dann eben Konzepte schreiben, kreative Ideen, wie können Ausstellungen ausschauen, welche Objekte wollen wir ausstellen, welche Narrative wollen wir erzählen. Oft in großen Workshops mit dem ganzen Team zu überlegen, ja genau, was wollen wir dem Publikum, was wollen wir den Besucherinnen zeigen, wie können wir das interaktiv gestalten, Texte schreiben ist etwas, das ich ganz viel und ganz oft mache. Ja, mit den kurzen Antworten bin ich schlecht, ich hole immer zu weit aus. Ja, passt alles perfekt. Die nächste Frage, welche Herangehensweise legt das Haus der Geschichte Österreich mit sich ständig verändernden Themen, wie beispielsweise dem aktuell laufenden Ukraine-Krieg, an den Tag? Also am schnellsten reagieren können wir tatsächlich immer über die Sammlung. Wir gehen zum Beispiel jetzt im Ukraine-Krieg, wir sind tatsächlich zu diesen Kundgebungen gegangen. Es waren ja am Heldenplatz große, wir haben da einen Vorteil mit unserer Location, weil oft diese großen Demos und Kundgebungen am Heldenplatz passiert. Und dann gehen wir aktiv hin und sammeln Objekte. Also das ist immer der erste Schritt, diese Ereignisse, diese zeitgeschichtlichen Ereignisse auch dinglich zu dokumentieren und gleich eine Sammlung überzunehmen. Und dann glaube ich, dass wir dieses Glück haben, auch dadurch, dass wir ein relativ kleines, flexibles Team sind, dass wir auch mit Projekten und möglichen Ausstellungen relativ schnell reagieren können. Mehr Platz wäre super, mehr Ausstellungsraum, auch mehr Budget wäre super, aber zum Beispiel Protestplakate, die hängen wir. Wir haben eine Wand in der Hauptausstellung, die ist dafür da, dass wir alle 2-3 Wochen aktuelle Protestplakate aufhängen. Und das ist natürlich wenig Raum, aber es ist eine Möglichkeit, ganz zeitnahe Themen auch nicht nur in die Sammlung, sondern auch gleich in die Ausstellung zu übernehmen. Und das Web, also auf der Website und auf Social Media, das sind natürlich auch gute Medien, wie man schnell reagieren kann auf zeitgeschichtliche Ereignisse. Ja, vielen Dank. Jetzt haben wir noch 2 Fragen, die zusammenfassen kann, weil sie doch auch recht nah beieinander liegen. Es wird gefragt, ob man beim Haus der Geschichte Österreich ein Praktikum machen kann, bei dem man dann auch bei der Gestaltung von Ausstellungen mitwirken kann. Und die andere Frage, die damit zusammenhängt, gibt es eigentlich eine Spezialausbildung für Museen in Österreich? Ja, man kann Praktika machen bei uns, also Bewerbungen sehr willkommen. Das Versprechen, einer Ausstellung mitzuwirken, irgendwelche Ausstellungen sind immer in Planung, das heißt, man kann immer in den Prozess reinschnuppern, aber es ist natürlich eine Frage, wann man das Praktikum macht und in welchem Prozess die Ausstellung gerade sich befindet. Aber ich glaube, dass wir Praktikantinnen immer sehr intensiv einspannen, sage ich jetzt mal, in Arbeitsprozesse. Also ich glaube, wenn jemand Interesse hat, gerne melden. Und gibt es Ausbildungen für Museologie? Also ich habe mein Studium 2018 abgeschlossen und ich bin eben auch nach London gegangen, weil es in Wien wenig gibt. Es gibt einen Lehrgang am ECM. Also es gibt einen Lehrgang ECM, der ist ein Privatstudium, aber auch nicht spezifisch für geschichtswissenschaftliche Museen, sondern ein guter Überblick über Kuratieren, Vermitteln. Das ist einfach so diese Basics auch macht. Und Monika Sommer, die Direktorin des HDGÜs, ist eine Leiterin von diesem Lehrgang. Also der ist super. Und es gibt eben einzelne Vorlesungen an der Uni. Aber soweit ich weiß, gibt es, also das Studium Museum Studies, das ja zum Beispiel in anderen Ländern schon total etabliert ist, gibt es auch in Österreich in der Form nicht. Was auch, also viele dieser Themen spielen sich hier in Wien auch auf der Ethnologie ab.
Europäische Ethnologie, glaube ich, heißt das Studium. Die bieten auch Lehrveranstaltungen rund ums Thema Aufstellen, Umgang mit Objekten aus, an, soweit ich weiß. Aber vielleicht, ja. Vielleicht bin ich da aus der Praxis eigentlich die falsche Person, um das zu fragen. Wahrscheinlich wissen wir Kolleginnen, die in der Unilandschaft arbeiten, besser Bescheid. Vielen Dank, Frau Langeder. Ich habe zum Schluss auch eine Frage, die sich jetzt allerdings weniger auf das berufliche Feld bezieht. Aber Sie haben das gerade angesprochen am Beispiel Ukraine-Krieg. Also dieses, wie heißt das, Rapid Response Collecting. Da würde mich ja mal interessieren, wie stellen Sie eigentlich sicher, dass Ihre Sammlung, salopp formuliert, nicht nur eine Sammlung Wien ist? Also wie bekommen Sie im Haus der Geschichte Österreich eigentlich, wie soll man sagen, den Rest des Landes in den Griff? Also Rapid Response Sammeln ist es tatsächlich so, dass wir uns auf den Heldenplatz fokussieren, den man ja durchaus verstehen kann als Hauptplatz der Republik und als sehr zentralen Ort der österreichischen Zeitgeschichte. Und wir sammeln auch andere Proteste und Kundgebungen, aber wir sammeln meistens am Heldenplatz. Und es ist tatsächlich so, die allermeisten Sammlungszugänge bekommen wir dadurch, dass sich Menschen aktiv bei uns melden und sagen, ich habe das gefunden, ich habe das geerbt, ist das für mich sehr relevant. Und da bekommen wir tatsächlich, also es gibt da keinen Wien-Schwerpunkt, wobei das nichts ist, dass wir, also ich könnte jetzt sagen, dass wir aktiv, es dürfte sich etabliert haben, dass wir quasi ein Bundesmuseum sind und österreichische Geschichte im Gesamten sammeln. Und wenn wir konkret Object Scouting betreiben, also wenn wir sagen, okay, wir haben jetzt dieses Thema, dazu wollen wir eine kleine Teilsammlung aufbauen, dann gehen wir ganz aktiv auch in die Bundesländer, gehen auf, wir suchen die Objekte auch auf Plattformen, die österreichweit fungieren. Also da können wir aktiv drauf achten. Aber auch bei den Menschen, die von selbst zu uns kommen, haben wir tatsächlich Anrufe, E-Mails aus ganz Österreich. Also es dürfte sich gut kommuniziert haben. Okay, Sie ahnen schon, das war natürlich eine Frage, die ich als Repräsentant Oberösterreichs hier stellen musste. Ja, Frau Langeder, ganz herzlichen Dank für Ihre Präsentation und den Einblick, den Sie uns gegeben haben, nicht nur in die Arbeit des Hauses der Geschichte Österreichs, sondern auch in die grundsätzlichen Zusammenhänge zwischen Museum und zeitgeschichtlicher Forschung. Sie sind natürlich herzlich eingeladen, noch weiter bei uns zu bleiben. Jetzt in der zweiten Hälfte kommen wir zum Arbeitsfeld und zum Spannungsverhältnis zwischen Zeitgeschichte und Archiv. Also eine weitere große typische Institution der historischen Forschung und der historischen Wissensvermittlung. Und ich freue mich sehr, Stefan Emminger begrüßen zu können. Stefan Emminger ist Historiker, klarerweise, obwohl er, soweit ich weiß, einmal einen kleinen Ausflug in die Rechtswissenschaft gemacht hat. Den hat er aber sozusagen rechtzeitig wieder beendet und sich dann auf die wichtigen Dinge konzentriert. Er hat dann auch promoviert mit einer Arbeit über Organisationsformen, Interessenpolitik und politische Mobilität des Gewerbes in Österreich in den 1930er Jahren, hat dann mitgearbeitet in unterschiedlichen Forschungsprojekten und ist schließlich seit 2005 Leiter des Referates für die zeitgeschichtlichen Bestände am Niederösterreichischen Landesarchiv. Und Stefan Emminger hat auch den entsprechenden Aufsatz in dem Buch geschrieben, das ja die Grundlage für unsere Ringvorlesung gebildet hat und das Sie ja, wie Sie wissen, über Open Access problemlos erreichen können. Ja, Stefan, mit dir würde ich es jetzt gerne auch so machen, wie wir es in der ersten Hälfte gemacht haben. Ich würde dich zunächst bitten, ein bisschen was zu sagen über das Verhältnis Zeitgeschichte und Archive. Dann können wir eine kleine Pause machen, wo man Fragen dazu stellen kann und in einem zweiten Schritt
möchte ich dich dann auch bitten, etwas zu sagen über Berufswege, über die Art und Weise, wie man eigentlich in ein Archiv als Mitarbeiter hineinkommt, was man vielleicht während des Studiums machen kann, wie es ausschaut mit Praktikumsplätzen und so weiter und so fort. Stefan, vielen Dank für deine Bereitschaft und ich übergebe dir das Wort. Ja, vielen Dank, Markus. Ich hoffe, ihr hört mich alle gut. Mein Beitrag sozusagen beschäftigt sich jetzt mit dem doch längere Zeit ziemlich gespannten Verhältnis zwischen Archiven auf der einen Seite und dem und der neuen Disziplin der Zeitgeschichte auf der anderen Seite. Wie gesagt, die Langfassung kann man im Buch nachlesen. Hier sozusagen nur ein kurzer Husarenritt. Hintergrund dieser Spannungen, die von Beginn an eigentlich bestanden haben, waren, dass zunächst natürlich die Archivare die ersten waren, die im Feld der Wissenschaft sich umgetan haben. Archivare werden seit 1854 an der sehr traditionsreichen Ausbildungsstelle des Instituts für österreichische Geschichtsforschung ausgebildet. Ist es ein hochspezialisiertes, eigentlich Postgraduate-Studium. 3 Jahre lang hat man diesen Institutskurs gemacht. Das hat zusammengeschweißt, das hat einen Chorgeist, einen gewissermaßen auch, wie zumindest manche Zeithistoriker, Historikerinnen behauptet haben, immer wieder eine Elitehaltung entstehen lassen. Wichtig war, dass sich die Archivare vor allem mit der Medievistik auseinandergesetzt haben, dass die Bearbeitung medievistischer Fragestellungen gewissermaßen statusbildend geworden ist. Es sind große Namen aus diesen Kursen des Instituts hervorgegangen. Und die Zeitgeschichte hatte dann das Problem, dass sie sich erst einmal als Disziplin etablieren musste. Sie wissen ja, 1960, die Reichenauer Tagung, da entsteht sozusagen die institutionalisierte Zeitgeschichte. Und die Medievisten aus dem Archivbereich konnten eigentlich damit sehr, sehr wenig nur anfangen. Sie waren auch der Ansicht, Zeitgeschichte ist eher historischer Journalismus, viel zu nahe an der Gegenwart, um jetzt wirklich Bewertungen abgeben zu können. Noch dazu geschlagen sozusagen mit dem Makel des Quellenmangels. Archivalien waren ja noch nicht wirklich zugänglich fürs 20. Jahrhundert. Es gab die Archivsperre, die unterschiedlich lang, da gibt es noch gar keine einheitliche Lösung, die unterschiedlich lang in unterschiedlichen Bundesländern gehandhabt wurde, also von 50 bis 80 Jahren ist das damals gegangen. Darf ich um die nächste Folie bitten? Genau, das habe ich schon gesagt. Vielleicht können wir gleich zur übernächsten gehen. Dankeschön. Auf der anderen Seite, also das Verhältnis war durchaus nicht gut, eher von gegenseitigem Unverständnis geprägt. Auf der anderen Seite waren es aber ausgerechnet Archivare, die ersten Gesamtdarstellungen der österreichischen Zeitgeschichte zu Papier gebracht haben, als Monographien auch veröffentlicht waren. Interessanterweise erscheinen die beide 1962. Das eine ist rechts eingeblendet Hans Leo Mikulecki, also der Vater von Lorenz Mikulecki, der langjährige Generaldirektor des österreichischen Staatsarchivs. Auch Hans Leo, sein Vater, war Generaldirektor des österreichischen Staatsarchivs. Das Staatsarchiv ist erst 1945, 1946 gegründet worden. Es ist ein Kind der Zweiten Republik. Und ein weiterer Generaldirektor des Staatsarchivs, Walter Goldinger, ein hervorragender Archivwissenschaftler, hat ebenfalls eine Art Zeitgeschichte Niederösterreichs herausgebracht. Die beiden Cover sehen Sie hier. Interessant ist auch, dass die Grand Dame der österreichischen Zeitgeschichte, die Erika Weinzierl, ebenfalls den Institutskurs absolviert hat, dass sie am Haushof und Staatsarchiv bis 1964 offiziell als Archivarin tätig gewesen ist. Auch sie also kommt aus dem Kreis der Archivare. Und noch einen sehr wichtigen Archivar müssen wir nennen, nämlich Rudolf Neck.
der Geschäftsführer wird. Geschäftsführer der wissenschaftlichen Kommission mit einem unglaublich langen Namen zur Erforschung der wissenschaftlichen Kommission des Theodor Körner Stiftungsfonds und des Leopold Kunschak Preises zur Erforschung der österreichischen Geschichte der Jahre 1927 bis 1938. Also ein Titel, den man sich nur in Österreich ausdenken kann. Rudolf Neck war ebenfalls dann Generaldirektor des österreichischen Staatsarchivs. Das heißt, aus diesem Kreis kommen schon sehr viele führende Leute, die über die Zeitgeschichte in Niederösterreich arbeiten. Er hat sich schon in den 50er Jahren sehr intensiv mit zeitgeschichtlicher Literatur auseinandergesetzt, dazu auch umfassende Literaturberichte veröffentlicht. Er wird dann so eine Art historischer Berater von Bundeskanzler Kreisky, der ja auch diese historische Kommission ins Leben gerufen hat, und erreicht es, dass in den 80er Jahren das erste zeitgeschichtliche Teilarchiv des Staatsarchivs und das einzige bis jetzt gegründet wird, das Archiv der Republik, das aus den anderen Teilarchiven die Unterlagen seit 1918 und jünger übernimmt. Das ist ihm in den 80er Jahren gelungen. 1988 wird das Archiv der Republik auch eröffnet. Im Bereich der Landesarchive, die im Zentrum auch meiner Ausführungen neben dem Staatsarchiv stehen, hat man sich weiterhin eher distanziert gezeigt. Man hatte mit der Zeitgeschichte eigentlich wenig anfangen können. Die ungeheuren Quellenmassen, die es jetzt zu übernehmen gilt, das hat man eher sozusagen subalternen Beamten überlassen und sich weiterhin eben mit der Medievistik beschäftigt. Dazu ist noch erschwerend gekommen, dass man eigentlich wenig Erfahrung hatte mit dem neuen Datenschutz. Es gibt das Datenschutzgesetz seit 1978 in Kraft, seit 1980. Das alles hat diese traditionellen, ausgebildeten, medievistisch orientierten Archivare, Archivarinnen ziemlich verunsichert und im Zweifelsfall hat man die Bestände dann eben einfach gesperrt. Darf ich um die nächste Folie bitten? Eine wichtige Zäsur im Verhältnis zwischen Archiven bzw. Archivarinnen und Archivaren und der Zeitgeschichte auf der anderen Seite war dann die Waldheim-Debatte in der zweiten Hälfte der 1980er Jahre und das allmählich damit auch im Zusammenhang stehende Abrücken in Österreich von der Opferthese. Das hat die Zeitgeschichte dann stärker noch aufs Tapet gebracht. Die Zeitgeschichte hat sehr viel mediale Aufmerksamkeit erlangt, sodass man sich auch seitens der Landesarchive da jetzt nicht mehr länger verwehren konnte. Und vor allem in dieser Phase gibt es sozusagen die ersten Stimmen aus den Landesarchiven selber, zunächst noch sehr vereinzelt, die aber sozusagen ihren Kollegen ins Gewissen geredet haben, sich doch mehr mit der Zeitgeschichte auseinanderzusetzen, weil das sicherlich auch eine Kundenschicht der Zukunft werden wird. Diese Appelle sozusagen interessanterweise sind gekommen aus dem oberösterreichischen Landesarchiv, vor allem von Gerhard Margot, der Ende der 80er Jahre da großes Aufsehen erregt hat, weil er damals noch mit dieser Meinung ziemlich alleine gestanden ist. Wenn man jetzt einmal absieht vom Wiener Stadt- und Landesarchiv, das schon seit den 70er Jahren sich stärker auch der Zeitgeschichte zugewendet hat und wenn man absieht vom österreichischen Staatsarchiv, das ich ja schon erwähnt habe. Die zweite ganz große und wirklich entscheidende nachhaltige Zäsur im Verhältnis war dann die Historikerkommission Ende der 1990er Jahre. Damit war sozusagen dann endgültig festgelegt, dass Archive und Zeitgeschichte aufeinander angewiesen sind, dass man mit zusammenarbeiten muss. Und ebenfalls sehr wichtig in dem Zusammenhang ist auch, und das ist auch angeregt worden durch die Historikerkommission, es gibt erstmals die Verabschiedung von Archivgesetzen. Vorher haben sich die Archivare nicht gerade im rechtsfreien Raum, aber doch in einem sehr wenig rechtlich erschlossenen Raum bewegt. Das hat viel Unsicherheit erzeugt. Und jetzt
geht man dazu über, dass was schon länger immer wieder angeregt worden ist, die Benutzung von Archiven, die Abgabe von Archivalien an Archive auf eine rechtliche Basis zu stellen und auch den Datenschutz hier eindeutiger darzustellen, sodass es auch für die Archivare, Archivarinnen viel leichter geworden ist, mit diesen Fragen umzugehen. Das war also ein echter Meilenstein und damit im Zusammenhang steht auch, dass sich jetzt auch die Landesarchive, die wie gesagt von dieser Tradition des IFE-Kurses ganz besonders stark geprägt waren, sich mit zeithistorischen Quellen immer mehr auseinandersetzen, diese Quellen auch aufarbeiten. Es werden auch immer wieder neue Bestände entdeckt, auch im Staatsarchiv. Das Verhältnis normalisiert sich und nun ergreifen auch die Landesarchive selber die Initiative und bringen große zeithistorische Publikationsprojekte heraus. Ich habe hier als Beispiel das sozusagen vom Niederösterreichischen Landesarchiv, ein dreibändiges Werk über die Geschichte Niederösterreichs im 20. Jahrhundert, 2008 erschienen. Zu erwähnen ist unbedingt auch natürlich wieder mal das Oberösterreichische Landesarchiv, wo es ein sehr umfassendes Projekt schon seit 2003 gegeben hat über die NS-Zeit in Oberösterreich und seit 2010 ein umfangreiches, noch umfangreicheres Projekt über die Aufarbeitung der Zwischenkriegszeit in Oberösterreich. Das heißt, auch die Landesarchive werden jetzt hier auf diesem Gebiet tätig. Darf ich um die nächste Folie bitten? Interessanterweise, obwohl sich da jetzt das Verhältnis normalisiert, sozusagen, obwohl man jetzt sozusagen zueinander gefunden hat, gibt es aber doch relativ wenig inhaltlichen Austausch zwischen der Archivwissenschaft auf der einen Seite und zwischen den Geschichtswissenschaften, muss man sagen, generell auf der anderen Seite und der Zeitgeschichte insbesondere. Hintergrund dieses langsamen Auseinanderdriftens, das international jetzt zumindest im deutschsprachigen Bereich schon seit den 70er Jahren erkennbar ist, ist eine Änderung des Berufsbilds der Archivare. Die wissenschaftliche Arbeit, die geschichtswissenschaftliche Arbeit der Archivare tritt in Österreich zumindest seit den 1990er Jahren immer mehr in den Hintergrund und in den Vordergrund treten neue Anforderungen an die Archivarinnen und Archivare. Sie müssen viel mehr sozusagen jetzt Bewertungs- und Erschließungsarbeiten machen, weil natürlich die Massenquellen zu bewältigen sind. Zum Zweiten werden sie immer mehr jetzt ins Kulturmanagement eingebunden. Öffentlichkeitsarbeit wird groß geschrieben. Der Legitimationsdruck der Verwaltung wird immer größer. Das schlägt sich natürlich auch auf die großen Archive durch, die auch sozusagen klar machen müssen, warum es sie gibt, was sie tun und so weiter, mehr Außenwirksamkeit an den Tag legen müssen. Und als Drittes kommt dann noch dazu der ganz große Medienbruch mit dem elektronischen Akt, der etwa Mitte der 2000er Jahre eintritt. Das heißt, Archivare, Archivarinnen müssen da auch immer mehr zu IT-Spezialisten werden. Und der Archivar, die Archivarin der Zukunft ist sicherlich so ein Hybrid zwischen IT-Spezialistin und Archivar im herkömmlichen Sinn. Was auch mich persönlich bzw. viele andere Kollegen, Kolleginnen ein bisschen betrübt, ist, dass die geschichtswissenschaftliche Arbeit dadurch stärker in den Hintergrund tritt und immer mehr eigentlich zu einer Art von Freizeitbeschäftigung wird, weil man sonst den Arbeitsanfall in größeren Archiven eigentlich nicht bewältigen kann. Was sich aber auch noch bemerkbar macht bei dem Größerwerden der Kluft, ist, dass sich die jetzt im Zuge des großen Paradigmenwechsels in den Geschichtswissenschaften generell hin zu den kulturwissenschaftlich orientierten Ansätzen, dass sich jetzt bemerkbar macht, dass auch alternative Quellensorten in den Fokus der Historikerinnen und Historiker rücken. Das heißt, klassische Archivquellen wie eben das Behördenarchiv verlieren ein bisschen an Bedeutung, was nicht heißt, dass sie jetzt unwichtig werden, aber es gibt jetzt neue Fragestellungen, die mit neuen Archiven, mit neuen Quellen arbeiten, die nicht normalerweise in den herkömmlichen Behördenarchiven zu finden sind.
Freilich gibt es weiterhin natürlich Sparten der zeithistorischen Forschung, die weiterhin auf diese Behördenarchive angewiesen sind und das auch bleiben werden. Schließen möchte ich sozusagen mit einem kurzen Überblick über das Verhältnis zwischen Archiven und Zeitgeschichte, ist, dass wir uns vielleicht doch mehr jetzt die Kommunikation suchen sollten, gerade jetzt vor dem Hintergrund von Fragen wie etwa, wie stelle ich jetzt im digitalen Archiv, also wenn ich jetzt wirklich elektronische Akten im Archiv habe, wie stelle ich da zum Beispiel Authentizität sicher, wie stellt sich da die zeitgeschichtliche Wissenschaft dazu. Das sind wichtige Fragen, die diskutiert werden sollten, und zwar nicht nur alleine von Archivarinnen und Archivaren, sondern gemeinsam im Austausch mit der zeithistorischen Forschung. Das wäre jetzt so mein Schlusswort. Ja, ganz herzlichen Dank, lieber Stefan, für dieses beherzte Plädoyer für eine nicht enden sollende Zusammenarbeit zwischen Archiven und historischer Forschung. Ich frage einmal in die Runde unseres Publikums, ob es schon Fragen gibt zu dieser Darstellung des Wandels im Verhältnis von Zeitgeschichte und Archiven. Wir warten immer einen Moment, es muss ja rüber gepostet werden. Stefan kann sich schon mal vorbereiten auf den zweiten Teil seines Vortrages. Ja, es scheint, ja, ich gucke mal, eben kommt etwas, aber, also wir haben noch keine Fragen in der Chatbox, deswegen würde ich sagen, wir gehen einfach gleich über zu diesem Aspekt der Berufsperspektiven. Stefan, du hast wieder das Wort. Ja, vielen Dank. Ich darf gleich um die nächste Folie bitten. Ja, also ich habe mich ein bisschen konzentriert so auf die Archivlandschaft in Österreich mit ein bisschen Ausblicken jetzt auf den deutschsprachigen Bereich, auch was die Ausbildung dann anbelangt. Die gute Nachricht ist, dass es eigentlich eine sehr, sehr vielfältige Archivlandschaft in Österreich gibt, und einen ersten Überblick, leider kann man das jetzt nur als Screenshot sehen, einen ersten Überblick über diese enorme Vielfalt an Archiven, die es gibt in Österreich, kriegt man über den sogenannten Archivkataster des österreichischen Staatsarchivs. Das Staatsarchiv ist seit dem Bundesarchivgesetz, das ist 1999 eben, wie gesagt, als Folge der Einsetzung der Historikerkommission verabschiedet worden, verpflichtet, ein Archivregister zu führen, was jetzt nicht heißt, dass wirklich jedes Archiv, das in Österreich existiert, dort auch vertreten ist, denn die Archive selber sind aufgerufen, sich in dem Archivkataster verzeichnen zu lassen. Das heißt, wer sich nicht meldet, ist nicht drinnen. Trotzdem gibt es eine große Bandbreite an Archiven und damit auch an Jobaussichten für Archivarinnen und Archivare. Also ich möchte nur einige dieser unterschiedlichen Archivkategorien nennen. Da haben wir natürlich die großen Archive der Gebietskörperschaften, also Staatsarchiv, vom Staatsarchiv begonnen, ganz oben sozusagen über die Landesarchive, über die Stadt- und Gemeindearchive. Da gibt es wirklich eine enorme Bandbreite. Dann gibt es natürlich den großen Bereich der kirchlichen Archive, das sind die Diözesanarchive, das sind Ordensarchive, Stiftsarchive, die alle entsprechende Archivare, Archivarinnen benötigen. Dann haben wir auch Unternehmens- und Wirtschaftsarchive, wo es sicherlich wesentlich mehr gibt als in dem Archivkataster verzeichnet. Erst vor kurzem etwa hat die Firma Swarovski einen Archivar, eine Archivarin gesucht. Dann gibt es natürlich auch Archive, und da sind wir bei meiner Vorrednerin, bei Museen. Aktuell sucht das Weltmuseum einen Archivar oder eine Archivarin. Und dann gibt es natürlich diverseste wissenschaftliche Institutionen,
die Archive führen, also nicht nur Universitätsarchive, sondern auch teilweise recht unbekannte Vereinigungen, wie zum Beispiel etwa der Pen Club, gut, der ist nicht so unbekannt, aber auch der Pen Club führt ein eigenes Archiv. In jüngster Zeit hat auch die österreichische Gesundheitskasse einen eigenen Archivar angestellt. Dann gibt es auch den Bereich der Parteiarchive, also die Grüne Bildungswerkstatt hat ein Archiv. Das Archiv der ÖVP ist das Karl von Vogelsang Institut. Das Archiv der Sozialdemokratie ist der Verein für Geschichte der Arbeiterbewegung und so weiter. Also da gibt es große und weite Betätigungsfelder. Ich darf um die nächste Folie bitten. Wie schaut jetzt diese Ausbildung der Archivare aus in Österreich? Wie gesagt, da gibt es eben eine sehr traditionsreiche Institution. Den alten Archivkurs mit 3 Jahren nach dem Studium noch, den gibt es nicht mehr. Jetzt ist entscheidend für die Ausbildung der Archivarinnen und Archivare das Masterstudium Historische Hilfswissenschaften und Archivwissenschaft am Institut für österreichische Geschichtsforschung weiterhin angesiedelt. Ein Masterstudium, das 5 Semester umfasst und sozusagen eine sehr breite, wirklich fundierte Grundlage für die Archivarsausbildung darstellt, mit all diesen Elementen, die für Archivare, Archivarinnen wichtig sind, wie Schriftenkunde oder Paläographie, Sphragistik, werden wahrscheinlich auch nicht viele wissen, was das ist. Das ist die Siegelkunde, Genealogie, Heraldik, die Wappenkunde, Verfassungsverwaltungsgeschichte. Das sind natürlich Bereiche, die vielleicht auch gerade in der Zeitgeschichte nicht so hoch gehalten werden, aber die gerade für Archivare, Archivarinnen absolut unverzichtbar sind. Verwaltungsgeschichte muss man beherrschen, sonst kann man eine Benutzerbetreuung nicht qualitätsvoll machen. Urkundenlehre, das sind natürlich jetzt wieder für die älteren Epochen von Bedeutung, Aktenkunde und so weiter. Aber verpflichtend sind auch bestimmte Modulgruppen, zwischen denen man wählen kann. Und da sind etwa auch Medienarchive dabei. Da kommen wir uns schon näher sozusagen den zeitgeschichtlichen Vorlieben. Wichtig ist aber trotzdem auch für Zeitgeschichtler, Zeitgeschichtlerinnen, die im Archivbereich arbeiten wollen, dass sie jetzt, sie müssen jetzt nicht alte Schriften unbedingt alle lesen können, aber Kurrentlesekenntnisse sind nach wie vor von Bedeutung. In der Zwischenkriegszeit gibt es noch viele Quellen, die in Kurrent abgefasst werden. Können wir auf die nächste Folie gehen, bitte? Es ist so, dass die manche Landesarchive insbesondere verlangen, ein abgeschlossenes Masterstudium eben dieser Richtung Historische Hilfswissenschaften und Archivwissenschaften. Nicht alle verlangen das, aber es ist ein Konkurrenzvorteil, würde ich mal behaupten, wenn man dieses Studium absolviert hat. Jüngst gab es eine Ausschreibung des Vorarlberger Landesarchivs. Dort ist dieses Masterstudium keine Voraussetzung. Aber ich nehme doch an, wenn jemand dann in der Bewerbung dieses Masterstudium anführen kann, dass das ein gewisser Vorteil dann auch sein wird. Man kann sich natürlich auch außerhalb des Masterstudiums noch praxisorientierte Fortbildungen aneignen, so wie ich selber das gemacht habe. Also ich zum Beispiel habe weder den Institutskurs noch das Masterstudium absolviert. Vielleicht war das auch ein Zeitfenster Anfang der 2000er Jahre, wo eben der Bedarf an zeitgeschichtlich orientierten oder informierten Archivaren stärker nachgefragt worden ist. Aber ich selber habe versucht, meine Erkenntnisse am archivwissenschaftlichen Gebiet durch Kurse bei der Archivschule Marburg an der Lahn in Deutschland aufzubessern. Dort gibt es sehr interessante und vor allem sehr stark praxisorientierte Angebote. Eine weitere Ausbildungsstätte, wo man solche Kurse machen kann in Deutschland, ist Potsdam in jüngerer Zeit. Gibt es noch nicht so lange, aber die beiden Ausbildungsstätten kann man nur empfehlen.
Natürlich kann man auch einzelne Lehrveranstaltungen jetzt im Rahmen des Masterstudiums auch besuchen. Dann, ja, ist noch zu erwähnen, es gibt auch einen einwöchigen Grundkurs, und da kommen wir jetzt dann zu der zentralen eigentlich Vermittlungsstelle im archivischen Bereich, jetzt auch Stellenvermittlungsstelle zum Verband Österreichische Archivarinnen und Archivare. Dieser Verband ist der Interessensverband der österreichischen Archivarinnen und Archivare, wie der Name schon sagt. Und dort gibt es einen einwöchigen Grundkurs. Da kann man sich auch sozusagen jetzt Grundkenntnisse im Archivwesen aneignen. Ich ersuche jetzt um die letzte Folie. Genau, die Stellenvermittlung. Natürlich läuft nicht alles über den Verband österreichischer Archivare und Archivarinnen, aber zunehmend überhaupt größere Institutionen, die Archivarinnen und Archivare suchen, wenden sich an den sogenannten FÖR, an den Verband österreichischer Archivarinnen und ersuchen um Ausschreibung. Ja, dieses Stellengesuchs. Und dort über den FÖR kriegt man dann auch gut Informationen über offene Stellen. Voraussetzung ist aber, dass man Mitglied des FÖR ist oder eben am Institut für österreichische Geschichtsforschung studiert, weil auch das IFÖG oder IÖG, wie es jetzt abgekürzt, glaube ich, neuerdings heißt, kriegt diese Stellenanzeigen, die über den FÖR ausgesendet werden. Soviel ich weiß, kostet eine Mitgliedschaft im Jahr beim FÖR 25 Euro. Aber vielleicht ist es das wert, wenn man dann halt leichter zu einer Stelle kommt. Der FÖR hat etwa jetzt 500 Mitglieder, die meisten natürlich aus Österreich. Ist auch in Facebook vertreten, wo man sich vielleicht auch Informationen holen kann. Und was ich jetzt auch gehört habe vom FÖR, ist, dass es durchaus gerade in den Bundesländern immer wieder Stellen gibt, die längere Zeit, gute Stellen eigentlich, die längere Zeit gar nicht besetzt werden können, sodass es schon so aussieht, als gäbe es genug oder doch einigermaßen Angebot für zukünftige Archivarinnen und Archivare. Was noch wichtig ist im Zusammenhang mit dem Masterstudium zu erwähnen, und meine Vorrednerin hat das auch sehr stark gemacht, diesen Punkt. Archivpraktika sind natürlich eine wunderbare Möglichkeit, nicht nur in die Praxis hineinzuschnuppern, sondern sich auch bekannt zu machen, auf seine Stärken und vielleicht auch auf seine Schwächen hinzuweisen, was man sozusagen zu leisten imstande ist. Im Zuge des Masterstudiums Archivwissenschaften wird ein Archivpraktikum verpflichtend vorgeschrieben. Und diese Archivpraktikanten vom Masterstudienlehrgang sind im Allgemeinen bei den Archiven sehr beliebt, weil sie eben schon viele Vorkenntnisse haben, weil sie sehr selbstständig schon arbeiten können. Und für die angehenden Archivare, Archivarinnen ist es natürlich eine tolle Möglichkeit, sich zu präsentieren und auch das Umfeld kennenzulernen, wo sie vielleicht einmal später arbeiten können. Das wäre es jetzt von meiner Seite jetzt mit dem praxisorientierten Teil, und vielleicht gibt es da jetzt Fragen. Ja, ganz herzlichen Dank, lieber Stefan, für diesen Einblick in die vielfältige Welt der Archive und auch für die präzisen Informationen zu den Möglichkeiten, wie man dort arbeiten kann. Ich gucke jetzt voller Spannung in die Chatbox und wäre nicht nur bereit, sondern auch willig, Fragen sofort vorzulesen und weiterzugeben. Was Sie immer schon wissen wollten über die Welt der Archive, jetzt ist der Moment gekommen, wo diese Fragen gestellt werden können.
Stefan, wenn ich vielleicht eine Nachfrage stellen kann. Du hast ja selber zu Recht gesagt, dass du eigentlich diese klassischen Zusatzausbildungen im strengen Sinne nicht gemacht hast und hast davon gesprochen, dass es so ein Zeitfenster gegeben hat, weil man plötzlich natürlich einfach gut ausgebildete Zeithistoriker gebraucht hat an den Archiven. Aber eigentlich hat sich das ja nicht geändert im strengen Sinne, weil die Zeitgeschichte ja immer noch oder vielleicht stärker sogar als noch vor 20 Jahren doch ein Aufgabenfeld der Archive geworden ist. Ist es inzwischen so, dass diese klassischen Studiengänge, also auch das, was in Wien stattfindet, dass es dort mehr Leute gibt, die Zeitgeschichte studiert haben und dann in die Archivarsausbildung gehen? Oder würdest du sagen, es gibt eigentlich in diesen klassischen Ausbildungsgängen immer noch eher mehr Leute, die aus der Medievistik oder aus der Frühneuzeitforschung kommen? Also wie schaut es eigentlich beim Nachwuchs aus, wenn es um die Epochen geht? Ja, also wenn man jetzt, ich bin jetzt nicht hundertprozentig gut informiert, wie es jetzt in diesem Masterstudienlehrgang personell aussieht, aber ich habe doch noch den Eindruck, auch wenn man jetzt etwa auf die Vortragenden und so weiter sieht, dass es schon noch eher sozusagen die Medievisten, Frühneuzeitler sind, mit einigen Ausnahmen, die die Ausbildung leiten. Auf der anderen Seite gibt es, glaube ich, nicht so viele Zeitgeschichte-Studierende, die dann weitermachen mit dem Masterstudienlehrgang. Aber das ist jetzt eher eine atmosphärische Einschätzung. Es wird natürlich insgesamt schon mehr und man muss sich vor Augen halten, dass etwa die wichtigste Institution im archivarischen Bereich für die Zeitgeschichte, das Archiv der Republik, also das Teilarchiv des österreichischen Staatsarchivs, dass das weiterhin auch Leute aufnimmt, die kein Masterstudium Archivwissenschaften gemacht haben. Also da zählt dann oft ein Praktikum, da weiß man, worauf man sich einlässt. Und das ist auch sozusagen eine Ermunterung, sich, auch wenn man dieses Masterstudium nicht hat, zu bewerben für solche Praktika und dann auch die Gelegenheit zu kriegen, zu zeigen, was man kann. Das ist so ein bisschen mein Eindruck. Es gibt eine Veränderung, aber sehr, sehr langsam. Und wie gesagt, die Historikerkommission mit dem extrem gestiegenen Arbeitsanfall für die Archive, die war ein bisschen schon maßgeblich, dass da mehr möglich war als sonst. Weil was mir vorhin eingefallen ist, als du erwähnt hast, diese Sache mit Phragistik, Siegelkunde, das ist ja alles schön und gut. Ich will das auch in keiner Weise hier nun irgendwie für obsolet erklären. Aber man könnte sich ja vorstellen, dass es eigentlich auch sehr wichtig wäre, so eine Art Zeichen- und Symbolkunde des 19. und 20. Jahrhunderts für verpflichtend zu machen. Denn scherzhaft gesagt, vielleicht wäre dann früher aufgefallen, dass über dem Justizministerium der Ständestaats-Doppeladler hängt. Ja, also das sind Dinge, das merke ich auch bei den Geschichtsstudierenden. So etwas zu dechiffrieren ist kaum mehr möglich, ne? Weil also das findet im Geschichtsstudium eigentlich nicht statt, ne? Dass man sich sozusagen mit dieser politischen Symbolwelt so beschäftigt. Und wenn man dann das Gefühl hat, bei den Archivaren wird es eigentlich immer noch in Richtung Medievistik und frühe Neuzeit geschoben, dann finde ich das so ein bisschen betrüblich. Aber vielleicht täusche ich mich ja und ich meine, es gibt es da längst. Oder wenn man Cultural Heritage Studies macht, Frau Langeder, dann spielt es nicht. Weil für Ihre Arbeit ist der Umgang damit natürlich ganz elementar, ne? Stimmt. Symboliken und überhaupt dieser Aspekt Visual History, auch Grafiken lesen können, Plakate und Statistiken lesen können, ist total relevant. Aber tatsächlich eins, dieses Thema kohärent nicht lesen zu können, das ist tatsächlich ein Thema.
Also diese klassischen Archivdisziplinen sind schon wichtig. Also etwas, das eben, weil das Thema Praktikum vorher kurz gefragt wurde. Wenn wir PraktikantInnen haben, dann ist ein klassisches Projekt in der Sammlung, ein kleines Konvolut zu katalogisieren. Das bedeutet, sich jedes einzelne Objekt anschauen und für den Objektkatalog wissenschaftliche Texte zu diesen Objekten zu schreiben. Und es passiert mir wirklich zu oft, dass ich dann irgendwie junge Kolleginnen sich diese Aufgaben annehmen, die nicht kohärent lesen können. Und dann oft Biografien und Dokumente und Objekte nicht zusammenbringen. Und natürlich, man kann sich das dann aneignen, aber man braucht keine länger. Also ich habe auch von Museumsperspektive und Zeitgeschichte der Museumsperspektive ein großes Plädoyer für die klassischen Archiv- und Hilfswissenschaften, die sehr wichtig sind. Aber ja, Symbolkunde, ganz wichtig. Wobei bei der Fassade war es vielleicht nicht das Hauptproblem, dass es niemand gemerkt hat. Vielleicht war es auch ein Problem, dass es halt toleriert wurde. Ja, das wird es mit Sicherheit gewesen sein. So, und jetzt haben wir drei Fragen in der Chatbox, die ich weitergebe, eine nach dem anderen mit Blick auf die Zeit, mit der Bitte um eine knappe Antwort. Die erste Frage ist wahrscheinlich ganz schnell schon zu beantworten. Kann nur in Wien ein solches Masterstudium zur Archivtätigkeit absolviert werden? Ja. Okay, klare Antwort. Zweite Frage, inwiefern hat das Zeitalter des Internets die Archive verändert? Wie kann man mit der Menge an digitalen Quellen umgehen? Große Frage. Ja, also das ist wirklich eine Riesenfrage. Die Menge digitaler Quellen, da stehen wir jetzt gerade so am Übergang. Momentan dominieren noch die technischen Fragen. Aber jetzt in einem großen Behördenarchiv, zum Beispiel wie in unserem Archiv, im Niederösterreichischen Landesarchiv, schaut die Lösung so aus, dass es so wie vorher im analogen Bereich sogenannte Skartierungspläne gibt, wo die einzelnen Aktenkategorien versehen sind mit dem Hinweis archivwürdig oder nicht archivwürdig, beziehungsweise gibt es dazwischen noch mehrere Tools, wie zum Beispiel Zufallsauswahl 5% oder eben jeder Jahrgang mit einer 5 hinten, also 2005, 2015, 2025 wird komplett aufgehoben, alles dazwischen wird nicht aufgehoben. Also da gibt es schon sozusagen systemische Möglichkeiten, mit dieser unglaublichen Menge natürlich an Daten umzugehen und die ins Archiv zu holen. Weil man muss sich ja immer vor Augen halten, dass ein Archiv weit davon entfernt ist, alles aufzuheben. Also wenn ich Archivar werde, darf ich kein Problem haben, Dinge wegzuschmeißen. Also im Wesentlichen sind es mehr als 90% der Archivalien, die nicht aufgehoben werden. Umso wichtiger sind die letzten 5 oder 10%. Und im angelsächsischen Bereich, angeblich sind es noch weniger, 3%, sagt zumindest die Literatur, die aufgehoben werden. Und diese Auswahl muss wirklich dann sehr sorgfältig erfolgen. Und das ist eine Hauptaufgabe von Archivarinnen und Archivaren. Und das ist auch eine der schwierigsten Aufgaben, weil sie uns vor die Aufgabe stellt, sozusagen Forschungsfragen der Zukunft irgendwie vorauszusehen oder wenigstens ansatzweise zu berücksichtigen. Das heißt, als Archivar, als Archivarin muss man auch immer mit aktuellen Forschungsströmungen vertraut sein. Man muss sich entsprechend interessieren für die laufenden Trends, damit man auch die richtigen Sachen dann aufhebt. Ja. Dann kann man im Grunde gleich anschließen. Die nächste Frage, könnten Sie vielleicht noch ein paar Worte zum Alltag von Archivarinnen und Archivaren sagen? Die Fragerin, der Frager schreibt noch, ich kann mir darunter leider nur wenig vorstellen, da ich noch keine Erfahrungen in diesem Bereich gemacht habe.
Genau, also unsere Hauptaufgabe ist Benutzerbetreuung, weil ein Archiv hat nur dann einen Sinn, wenn es auch benutzt wird, weil sonst ist es ein Tresor. Ja, also das ist mal das eine. Das andere ist die Aufbereitung von archivalischen Quellen. Wir übernehmen ja sehr viele Bestände und die müssen dann so geordnet werden. Da übernehmen wir in der Regel natürlich die Ordnung, die schon ursprünglich von der abgebenden Stelle da ist. Das nennt man das Provenienzprinzip, damit sie auch gut benutzt werden können. Daneben haben wir dann auch noch, und das in meinem Archiv ist das erwünscht, dass man auch wissenschaftlich mit den Archivalien, die im jeweiligen Archiv sind, arbeitet. Das hat den ganz großen Vorteil, dass man natürlich die Unterlagen noch viel besser kennt, wie wenn man sie nur jetzt sozusagen erschließt und ordnet. Deswegen ist die wissenschaftliche Arbeit mit den Archivalien so wichtig, weil man eben einen wesentlich besseren Einblick in die jeweiligen Bestände kriegt, wenn man die wirklich selber auswertet, als wenn man sie nur beschreibt. Das ist eigentlich im Wesentlichen, also die Übernahme von Beständen, die Aufbereitung der Bestände und die Zugänglichmachung der Bestände. Das sind unsere Hauptaufgaben und daneben noch, sofern es geht, die wissenschaftliche Arbeit damit. Ja, und die letzte Frage, da wir jetzt uns schon dem Endpunkt unserer heutigen Veranstaltung nähern. Die letzte Frage bringt uns wieder ein bisschen zurück in diesen IT-Bereich. Sie sprachen davon, dass Archivarinnen vermehrt zu IT-Spezialistinnen werden müssen. Reagieren die Ausbildungsprogramme bereits auf diesen Trend? Oder liegt es an künftigen Archivarinnen, sich Fähigkeiten in diesem Bereich selbstständig anzueignen? Das ist jetzt eine gute Frage. Also spezielle Ausbildungsmodule, jetzt habe ich im Curriculum jetzt des Masterstudiums noch nicht gesehen. Es gibt aber grundsätzlich schon Kolleginnen und Kollegen, die hier einfach mehr Interesse, mehr Kenntnisse haben, die natürlich dann auch bessere Chancen haben, in fixe Stellen aufgenommen zu werden. Aber jetzt meines Wissens gibt es jetzt noch im Masterstudium jetzt keine speziell. Das hängt auch damit zusammen, dass die Übernahme der elektronischen Akten ja immer noch im Anfangsstadium steht. Also in der Schweiz ist man da schon viel weiter. Also das St. Gallener Archiv gilt da als besonders fortschrittlich. In Österreich gibt es eigentlich noch nicht. Das Wiener Stadt- und Landesarchiv ist schon weit, in Niederösterreich auch. Aber wir sind noch nicht so weit, dass wir wirklich im großen Stil elektronische Akten ins Archiv übernehmen. Aber das wird kommen müssen, denke ich, in der Ausbildung. Da gibt es natürlich schon Spezialisten. Und da wird es auch entsprechende Ausbildungsangebote geben. Aber momentan gibt es sie noch nicht. Ja, ganz herzlichen Dank. Und damit sind wir am Ende unserer heutigen Veranstaltung angelangt. Und nicht nur das, wir beenden heute auch diese gemeinsame Ringvorlesung. Aus diesem Grunde zunächst ein ganz herzlicher Dank an die, die uns heute hier ganz praktisch auch orientiert haben über Institutionen und das, was man dort arbeiten kann. Herzlichen Dank an Laura Langeder vom Haus der Geschichte Österreichs und Stefan Imminger vom Niederösterreichischen Landesarchiv. Liebe Kommilitoninnen und Kommilitonen, Sie wissen, glaube ich, was zu tun ist, wenn Sie Ihre ECTS-Punkte bekommen möchten. Das wird an den drei Standorten etwas unterschiedlich gehandhabt. Aber ich glaube, es ist in der Zwischenzeit ausreichend kommuniziert worden. Wenn Sie noch Fragen haben zu den Prüfungsmodalitäten, dann fragen die Wiener Studierenden bitte Agnes Meisinger am Institut für Zeitgeschichte der Uni Wien. Die Kommilitoninnen und Kommilitonen aus Innsbruck wenden sich bitte an Eva Pfanzelter oder an Dirk Rupno. Und die Kommilitoninnen und Kommilitonen aus Linz, die schreiben schlicht und ergreifend mir, wenn sie noch eine Frage haben.
Ich hoffe, dass sich dann alles klären lässt und ich wünsche Ihnen allen, dass Sie die zugehörige Prüfung oder die schriftlichen Aufgaben, die Sie noch zu erledigen haben, alle bravourös meistern können und diese Veranstaltung auch deshalb in guter Erinnerung behalten, nicht weil es so viele interessante Vorträge gab, sondern weil Sie vielleicht auch noch mit einer guten Note abgeschlossen haben. Das wäre dann ja auch die Krönung dieser Veranstaltung. Schließen möchte ich mit einem Dank an die beiden, die immer dabei waren und ohne deren technische Unterstützung es uns nicht möglich gewesen wäre, diese Veranstaltung durchzuführen. Also ein ganz herzlicher Dank an Christian Konz und an Alexander Renner von der Universität Innsbruck. Und damit schließe ich diese Veranstaltung und wünsche allen noch einen schönen Abend.